Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Klasse, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Vor der Mittagspause schieben wir quasi eine kleine Sondersendung rein. Denn gestern brachte das Copernicus-Institut nach seinem Weltbeobachtungsprogramm oder Erdbeobachtungsprogramm eine neue Datenanalyse raus, veröffentlichte diese, was den September anbelangt und seine Temperaturanomalien. Und auch wir bei Wetter.net bezogen uns ja mit unseren Überschriften und unseren Themen immer wieder auf diesen Rekord September, was die Temperaturen anbelangt. Und deswegen dachte ich, macht es vielleicht Sinn, ganz wertfrei, uns zusammen einmal die Daten anzuschauen. Ich habe mit meiner Redaktion einfach mal ein paar Grafiken rausgesucht und wir werfen zusammen einen Blick darauf. Das ist die Grafik und die stellt dar die weltweite Temperatur im Jahresgang. Also wir schauen erst einmal auf den September und seine Temperaturen weltweit gesehen, global betrachtet. Dann zoomen wir ein Stück rein und betrachten Europa und dann schauen wir uns intensiv Deutschland an. Also hier erstmal der weltweite Temperaturjahresgang von 1940, dargestellt in intensiv blau, und 2023 ist dargestellt in tiefrot. Ja, 40 ist ziemlich, oder die 40er sind ziemlich schnell zu finden. Die finden sich ziemlich weit unten in diesen Linien, bei diesen Linien und bei diesen Graphen. Und wo finden wir den Graphen für 23, den knallroten? Zu oberst. Was heißt denn das? Schauen wir uns mal die Temperaturen an. Was heißt denn das? Die weltweite Temperaturanomalie aller September, global gesehen. Wo sind denn wir da? Wir sind dabei plus 0,9 Grad, global gesehen. Schauen wir uns das Ganze mal anhand dieser Karte an. Die fand ich sehr, ich weiß nicht, ich darf ja keine Wertung bringen. Ich fand die sehr anschaulich, das darf ich vielleicht sagen. Umso roter, umso orangener, roter, umso höher die Temperaturenabweichung weltweit. Schauen wir uns die Skala an. Und definitiv, nach meiner Auslegung, würde ich sagen, dieses Hellorange und Tieforange ist auf jeden Fall dominanter und überwiegender als die blauen Abschnitte. Dann werfen wir einen Blick auf Europa. Jetzt zoomen wir nochmal etwas intensiver auf die Weltkarte und gehen Richtung Europa. Europa schon ganz schön orange. Schauen wir uns dann die Temperaturen an. Ah, ich erwähnte es nicht. Das ist bezogen auf das neue langjährige Klimamittel, auf 91/20. Schauen wir uns das Balkendiagramm an. Wo befinden wir uns da 23? Diese Färbung steht für Temperaturen von über 2 Grad in Europa. Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal Deutschland an. Deutschland haben wir hier die mittleren Temperaturen. Im Vergleich zu 23 nehmen wir einmal das alte langjährige Klimamittel und das neue, einmal, also das alte 61/90 und 91/20. Und dann haben wir diesen schmaleren roten Balken, der zeigt, wo wir uns aktuell 23 befunden haben. Und da hatten wir es mit 4 Grad plus zu tun. Also diese 4 Grad plus, die war absolut schlagzeilentauglich oder die mussten wir absolut in unsere Headlines bringen. Die mussten wir erwähnen. Ja, und dann schauen wir uns mal die Sommertage an. Das sind die Rekordsommertage, die wir insgesamt hatten bis 22. Das ist das hellgelbe. Und in dem roten Feld finden wir die Tage, die Sommertage der Städte von 23, also bis 22 die Rekordtage, die wir erreicht hatten und die Sommertage, die wir jetzt erreichten. Ja, dann gucken wir einmal mal in den Norden, da sagen wir, ja, Norderney hatte Rekordtage schon mal 5, dieses Jahr waren es nur 4. Hamburg hatte schon mal 11, dieses Jahr nur 8. Ne? Aber schauen wir mal Richtung Süden, da können wir davon ausgehen, da kam einiges obendrauf. Da knackten wir einige Rekordsommertage. Saarbrücken,
14:11, Stuttgart 19:13, Mülheim 21:16, Reit im Winkel 13:11, München 16:13. Ja, hier Neuhaus 6:3, das sind 100% mehr Sommertage. Das war nur ein kleiner Exkurs mit euch in diese Daten, die das Erdbeobachtungsprogramm ausspuckte vom Kopernikus-Institut. Und ich dachte, es wäre einfach mal sinngebend, das mit euch mal kurz durchzugehen, oberflächlich mal einwirken zu lassen, weil der Diskurs in der Gesellschaft, der ist ja so groß. Ich lese das ja auch immer unten in den Kommentaren. Was ist Klima? Was ist Erderwärmung? Was ist normales Wetter? Lasst das einfach mal auf euch wirken. Ich muss es ja auch erstmal verarbeiten. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude daran. Es hat euch ein wenig interessiert. Und dann sage ich bis später zur aktuellen Wetterbetrachtung zusammen dann.